Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich werde weitergehen. Gerade aus der Tram ausgestiegen, weil ich einen Trattini gesehen habe. Das ist da beim Königsplatz. Da wo das Glumandan das war, Glyptothek. Für Trattini kann man schon mal aussteigen. Das holen wir uns noch schnell. Dann geht's wieder weiter. Tati, falls du das siehst, sorry für die Verspätung. Aber du verstehst, das Trattini zu saftig. Super saftig. Das ist auch schon immer schwach. Ich kann jetzt, glaube ich, 3 Dragons machen, aber ich habe kein gutes Trattini. Ich habe ein gutes Trattini, aber es hat sehr wenig WP. Echt leidend. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich zum Treffpunkt komme. Schauen wir mal. Immer nur der Beste sein. Hab so viel gelernt, es war eine harte Zeit. Der Tag ist nicht mehr fern, dann zeig ich allen, was ich kann. Der nächste Schritt wird nicht der letzte sein. So, auf dem Weg zum Treffpunkt. Treffpunkt ist Funtainment München, falls ihr das kennt. Da spielt man Yu-Gi-Oh! Magic, auch andere Sachen. Ist so ein, keine Ahnung, wie man das nennen soll, Laden. Falls ihr es nicht wusstet, wir haben davor Yu-Gi-Oh! Gespielt und auch einen krassen Channel gehabt. Könnt ihr mal abchecken. Auf jeden Fall treffe ich jetzt Tati und noch andere Leute. Schauen wir mal, was dort abgeht. Habe ich eine Stunde gebettet. Das war endschlimm. Oh mein Gott, was geht ab, Jungs? Wer ist das, Mann? Das ist auch nicht, oder? Pokémon Go, Brüder, Mann. Ja, hast du Brille, Mann. Oh mein Gott, was geht ab? Was geht ab, Jungs? Mein Gott, Tati wird gelockt. Tati ist verführt. Nein, niemals. Drehen wir eine Runde. Oh mein Gott. Das ist eine tote Runde, Mann. Die haben schöne Poster hier aufgehängt. Mann, was ist für eine Scheiße hier, sag mal. Tati ist nicht, Bro. Also, so sieht's aus, Leute. So sah es früher immer bei uns aus. Sag dir, Mann. Bitter, weißt du, hier ist Olympiapark? Nico, leide doch einfach, dass du bei der Einzelgänger bist. Ihr wisst, Mann, Freitag 12 oder 13 Uhr, Standardzeit, Mann. Hier ist noch eine Jacke, Mann, wie gehört die? Ja, Mann, hopp, Mann. Hauptsache, wir sehen uns Prag, Mann. Deine ich hoffe Fans auch. Dich vermisst, Mann. Wir hoffen schon, Alter. Nee. Nee, vorne hinten an der Straße. Das war's. Bisschen mal wieder vorbeigeschaut, alte Zeiten. Ihr habt's gesehen. Wir fahren jetzt. Zu einem Spot. Vorne ist der Status da. 4 Module, checken wir mal ab. Ja. Hoffentlich kriegen wir ein paar XL-Kapitos, vielleicht ein paar Gratinis. Ganz gut eigentlich. Ganz gut, also gibt's verschiedene. Ich bin froh, endlich wieder Pokémon spielen. Da vorne links. 2 Stunden Pause. Wir sind nicht mal an einen Stop hier angekommen. Ich glaube, ich fände es sogar besser für zweite Generation, wenn keine Map funktionieren würde. Keine Map? Ja. Damit die Leute nicht alles gleich haben, oder? Ja, auch, ja. Damit auch der Reiz auch da ist, Sachen zu sammeln und fahren und rauszugehen. Ansonsten werden wir eh wieder nur auf der Jagd nach den Krassesten und dann. Nee. Dann sind wir auch schon wieder vorbei. Ja, das ist halt das. Pokédex vollenden, ohne, also mit Map keine Herausforderung eigentlich, auch gar kein Reiz so. Obwohl die anderen es ja immer noch nicht geschafft haben, trotz Map. Ja, weil die, bei denen es wahrscheinlich so wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Denen ist halt Pokédex.
wäre es nicht so wichtig als Ding. Als zum Beispiel irgendwas Krasses zu fangen. Aber ja, das ist echt die Frage, Mann. Ich finde die Map auch, ich finde die schon gut, Mann. Aber auf Dauer ist es halt auch langweilig. Ja. Weißt du? Und das muss man halt irgendwie einschränken. Ich denke mal, die Map kann man vielleicht benutzen, wenn man zum Beispiel wenn man zum Beispiel sieht, man hat zum Beispiel alles oder man möchte gezielt irgendwas machen. Mhm. Aber davor jetzt einfach mal alleine wieder Nester abchecken, rauslaufen, weißt? So mhm. halt. Ja. Aber wenn du mal so überlegst, man. Wenn man die Map nicht hätte, dann könnte man ja die ganz krassen Pokémon ja fast nicht bekommen, gell? Wenn du es so siehst, Alter. Ja, was ist für dich ganz krasse Pokémon? Ganz krass ist für mich Lapras, Relaxo, Trotinis, also Dragoran. Weil die kommen ja an den krassesten Orten raus, Mann. Wie gesagt, da bist du ja nie. Ja, da fängst du halt kein Dragoran, dann sammelst du halt ein paar Trotinis. Ja, aber selbst die zu fangen ist ja jetzt auch ja, mittlerweile. Normale Leute haben halt nur 5 Relaxos anstatt 30, 40, 50, 60 Relaxos. Ja gut, die sind ja eh nicht alle so gut, aber es geht ja auch um die Bonbons. Weißt du, wie willst du zum Beispiel ein Relaxo pushen, ja, wenn du nicht so viele Dinge hast? Eben, das soll man auch nicht so hart pushen. Nicht jeder soll so 10 oder 5 Relaxos über 3000 haben. Ja, das will ich ja auch nicht. Ja, normalen mir Leute reicht, haben mir reicht ein oder zwei ja. über auf Maximum. Mehr will ich ja eh nicht machen. Angekommen. Da vorne seht ihr die 4 Stops. Die hat Bargash gehypt, also schauen wir mal. Ich bin gespannt. Es geht los. Tati hat alle 4 gezündet. Oh mein Gott, schon das erste, was? Ja, schon das erste Kapodo. Ah ja, Mann, da hinten. Sieht's komisch. Hier ist. Schauen wir mal, ja. Eine Stunde und dann. Oha. Oh ne. Was? Ich dachte, da wäre noch eins, aber das war dasselbe. Fehler halt. Gerade jemanden neu kennengelernt. Er wurde angelockt durch Tatis Module. Interessanter Typ. Level 38 war. Echt krass. Aber echt. Aber ohne nix, Mann. Ohne nix, ja. Ohne Map, ohne Cheaten, ohne gar nichts. Nur mit ein bisschen Geld wahrscheinlich. Er macht sein Ding, ja. Interessiert sich nicht für Top-Meter-Tiers, IVs, Best Moveset. Er geht einfach, fängt. Hatte, glaube ich, auch nicht so viele Arenen, also war schockiert ja. über meine 20 Arenen, was eigentlich nicht so viel ist. Er hat 7, er macht hier ja. ein paar Arenen, da wo wir sie nie machen würden, weil wir wissen, dass sie nach ein paar Stunden wieder gekickt werden. Ja. Er zieht aber einfach sein Ding durch. Er läuft einfach hier rum, macht sein Ding hat richtig Spaß, weiß, ja. Alter. Solche gibt's auch. Ist echt gut.
mein Gott, bei mir ist Lappas, oder? Das ist der Einzige, der sich noch für Lapras interessiert hat. Das war's wieder von uns und ein kleiner Einblick hinter die Kulissen, was wir sonst so machen. Außer Pokémon spielen, beziehungsweise sonst so gemacht haben. Jetzt sind wir leider nicht mehr. Aber da ja Pokémon zurzeit nicht so abgeht, hatten wir halt Zeit, um dort mal wieder vorbeizuschauen. War ganz lustig, wird aber wahrscheinlich nicht so oft passieren. Auf jeden Fall ist morgen wieder Nestwechsel, dann gibt es wieder hoffentlich ein bisschen Action in Pokémon. Wir haben wieder ein paar 100% Pokémon gefangen, also gibt schon jetzt ein paar Nester, die uns mehr interessieren als die Male davor. Also Macholo ist interessant, Kleinstein, Owei, Vulcano ein bisschen, noch irgendwas. Also ist auf jeden Fall nicht uninteressant jetzt die Nester. Schauen wir mal, was geht morgen. Bleibt gespannt, wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Gundam-Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.